Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Hashtag ungeschönt Video für dich, beziehungsweise wir haben heute ein Hashtag ungeschönt Video für dich, denn heute um 19.30 Uhr geht auch das von der lieben Sarah Isabel auf dem Kanal Like a Daisy in Spring online. Ja, verlinke ich euch, sobald es vorhanden ist, in die Infobox hinein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bringen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ja, dieses Jahr haben Sarah, Isabel und ich dieses Hashtag ungeschönt Gedönsen überhaupt erst angefangen und es macht so viel Spaß und so viel Freude, dass sich daraus tatsächlich sogar eine Freundschaft entwickelt hat. Also es ist der Wahnsinn. Wenn wir was haben, wir rufen uns an per Videotelefonie oder wir heulen uns einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes beieinander aus. Sie war auch mit einer der ersten, die erfahren hat, dass ich schwanger bin. Total wahnsinnig cool. Und heute haben wir als Thema, dass wir einfach so als Kontrast zu dem von Januar gesagt haben, Mensch, wir möchten uns mal mit den Favoriten der jeweils anderen schminken. Und ich habe hier die komplette Favoritenbatterie von Sarah Isabel stehen, denn wir sind durch die jeweilige Sammlung durchgehuscht mal wieder. Und ja, nicht lang schnacken. Primer in den Nacken. Genau, ungeschönt heißt halt bei uns auch, dass wir unsere ungeschönte Meinung über die jeweiligen Produkte halt sagen. Und das finde ich auch super cool und wichtig. Das macht mir so viel Freude. Und als erstes hat sie mir als Primer den Angel Aura Primer von Nabla genannt, der jetzt relativ neu auch gelauncht worden ist. Und ich meine, dass immer noch, weiß ich nicht, doch schon, oder? Auch 20% Rabatt auf Nabla gelten sollte bei Purish mit Claudis Welt 15. Schaut gerne vorbei, das ist ein Affiliate-Rabatt. Gut, ich verdiene da eine kleine Provision dran. Aber ihr könnt da halt auch, wenn ihr möchtet, ein bisschen sparen. Als Primer wünsche ich mir einen von Nabla, den ich wirklich so sehr liebe und auch ständig benutze, und zwar den Angel Aura Primer. Ich vergesse immer, wie er heißt, aber du weißt schon, welchen ich meine. Tatsache gibt der Primer auch wirklich einen schönen, gesunden Glow. Und wir haben hier richtig schön pflegende Inhaltsstoffe mit drin, was mir wirklich gut gefällt. Also da muss man auch den Primer für loben. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das ein Favorit ist. Die Pinsel, die ich verwende, sind übrigens von BH Cosmetics aus diversen Pinselsets. Also da kann ich euch jetzt nicht konkret sagen, immer welches und so, ne? Bekommt ihr auch bei Purish das ein oder andere Pinselset von BH. Also, ne? Und da kann man dann nächsten Monat drauf sparen. Aber erst ab dem 9. Aber sag's keinem weiter. Kommen wir zur Foundation, beziehungsweise eine Fifi-Cream, genau, eine BB-Cream. Von Misha ist das Perfect Cover BB-Cream RX. Ich habe die Nummer 21. Und das ist mehr als nur eine BB-Cream, weil das hat eine richtig gute Deckkraft. Als Foundation wünschen wir uns von Misha die BB-Cream. Natürlich in der Farbe, die dir passt. Ich bin ja nicht so der Held in Sprichwörtern. Ich glaube, gestern sagte ich zu meinem Freund irgendwie irgendwas und dann feine Sahne Currywurst. Feine Sahne Fischfilet wäre tatsächlich das richtige Sprichwort gewesen, was ja in dem Sinne kein Sprichwort ist, jedenfalls kein altertümliches, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall mag ich diese Foundation auch richtig gerne. Also da hat Sarah Isabel eine echt schöne Foundation ausgesucht. Für mich persönlich ist das auch sowas von ausreichend Deckkraft. Ne? Du hast ja auch Pflege mit am Start, das macht echt Freude. Und wir haben hier auch noch einen Lichtschutzfaktor, ne? 42. Süß, also du wirst dir niemals so viel auftragen, dass du Lichtschutzfaktor 42 erreichst, aber immerhin, besser haben als brauchen. Als nächstes kommen wir zu einem Stable-Produkt von ihr, und zwar der Skin Lovin' Sensitive Concealer von Essence. Also das ist ja wohl mal ihr Lieblings-Lieblings-Überhaupt-Produkt, oder? Ich meine, wie viele davon hast du schon durchgenudelt, Sarah Isabel? Sag mal Bescheid. Ich habe den hier in der Farbe 05 Fair. Ich glaube, es gibt kaum einen Concealer, den ich so oft benutzt habe im letzten Jahr, wie den Skin Lovin' Sensitive Concealer von Essence. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn der irgendwann mal aus dem Sortiment geht, aber den darfst du heute benutzen. Das ist auch ein Produkt, das muss man auch wirklich lieb haben, weil das auch ein guter Concealer ist. Der macht eine schöne Abdeckung von den Augenschatten, der kriecht nicht so mega frech in die Fältchen rein, und wenn, dann kann man das echt noch gut retten, ne? Und ich kann den auch wirklich voll empfehlen. Ich habe selber ja auch sehr sensible Augen, generell eine sehr sensible Haut, und dementsprechend kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Alle Produkte sind sowieso in der Infobox verlinkt, falls ihr Bock drauf habt, ne? Und eigentlich ist es uns mittlerweile recht
easy peasy gefallen, durch die Sammlung der anderen durchzugehen. Es ist ganz witzig, weil wir das jetzt ja auch schon recht häufig gemacht haben. Sie war ja auch schon hier bei mir, ich war ja auch schon bei ihr. Sie kommt bald auch wieder hier hin. Und ja, da haben wir dann auch einfach so einen gewissen Überblick. Man kann die andere auch echt gut einschätzen. Und ja, deswegen finde ich das total klasse. Theoretisch hätten wir auch beide so Geschenklisten, was wir der anderen auf jeden Fall mal schenken wollen, weil wir dieses Produkt immer in ihrer Sammlung suchen. Aber ja, wir müssen mal schauen, ob man da vielleicht irgendwie was machen kann. Vielleicht machen wir auch einen Adventskalender. Oh, Sarah Isabel, wie wär's? Das wäre total cool. Und als kleine Unterstützung möchte ich euch einfach mal kurz fragen, habt ihr vielleicht da eine Idee, was ich Sarah Isabel mal in den Adventskalender reinpacken sollte? Das fände ich cool, weil ich würde ihr tatsächlich gerne einen befüllen. Aber erzählt ihr das nicht? Ha, ha. Hi, Sarah Isabel. Nein, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Was meint ihr, was ihr gefallen könnte? Oder auch, was ist euer liebstes Lieblingsprodukt? Das wäre auch eine gute Idee. Also so aus dem Bereich Beauty, ne? Schminke, Schminke, wichtig. Genau, jetzt kommen wir nämlich zum Eyeshadow Primer. Das ist von Revolution hier einer. Ich glaube, den hat sie auch. Jo, Eye Primer. Den hat sie mir auf jeden Fall genannt, als ich sie gefragt habe, welchen ich nehmen soll. Ich finde schon, dass ein Eye Primer was bringt. Denn im Prinzip, man deckt damit ja nochmal so ein bisschen die Äderchen ab, ne? Und ich habe ja auch wirklich sehr dünne, sehr helle Haut. Und außerdem hält dadurch bei mir auch einfach alles ein bisschen besser. Dieses Puder ist jetzt ja, glaube ich, neu im Standardsortiment von Riva Loves Me eingezogen. Gab es aber auch schon in diversen Limited Editions. Riva Loves Me Loose Blur Powder, das ist dieses hier. Und das ist so ein viergeteiltes Puder. Sieht auch ein bisschen aus wie das von Givenchy, oder? Für das Abpudern deines Gesichtes möchte ich, dass du ein loses Puder benutzt. Und zwar dieses von Riva Loves Me. Das gab es ja auch mal in der LE. Das gibt es mittlerweile auch im Standardsortiment und so. Schönes, feines Puder und das mache ich total gerne. Ja, so ein paar Kategorien gibt es wirklich, da werden wir uns nie so wirklich einig. Ne? Zum Beispiel alles, was so Puder heißt oder was Augenbrauenprodukt heißt. Das ist immer ein bisschen ulkig, wenn wir da dann so unsere Videos vorbereiten, muss ich gestehen. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Puder. Ich mag eigentlich überhaupt nicht gerne mattierende Puder mittlerweile mehr. Ich gebe mir dann halt immer so nochmal on top etwas drüber, was mein Glow zurückbringt, was irgendwie auch total Banane ist, weil du machst Schicht und Schicht und Schicht. Am Ende sieht man das nicht, also auf dem Gesicht. Oh Gott, Claudia, hör auf. Und ja, ich finde es halt irgendwie schöner, wenn ich einen gesunden Glow habe. Aber der wird schon wieder durchkommen. Und dieses Puder ist wirklich ein sehr leichtes, sanftes Puder, was auch einen schönen Effekt aufs Gesicht gibt. Ne? Das ist so leicht weichzeichnermäßig. Ist schon cute. Kommen wir jetzt zum Bronzer. Wow. Und zwar hat sie sich hier von Manhattan den Natural Bronzer ausgesucht. Den habe ich in der Farbe 001 Sunlight. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht so lange. Der Manhattan Natural Bronzer ist einer der wenigen Bronzer, der mir auf dem Unterton passt. Da wir bei dir aber eigentlich einen unterschiedlichen Unterton haben, würde ich den gerne auch mal an dir sehen, weil mir gerade niemand einfällt, an dem ich den schon mal gesehen habe. Also das ist wirklich ein Bronzer, der dir das Gesicht aufwärmt, weil der auch einen leichten Rotstich mit drin hat. Aber wenn man es nicht übertreibt, dann geht das, ne? Hier habe ich von Love den Blushment Blurring Blush. Habe ich in der Farbe 10 wie The Game Changer. Ich glaube, Sarah Isabel hatte den in der Farbe 30, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist dieser hier und ich meine, dass ich den mal irgendwo, entweder ist es so ein Asbach-Uralt-Ding, was ich schon seit 100 Jahren habe, oder ich hatte den mal in einem Adventskalender. Schön ist hier, dass man einfach einen Schimmer auch mit dabei hat und den kann man sich so aufbauen, wie man gerne möchte. Der ist nämlich entweder super zart oder Bam in Your Face und ich mag ihn gerne. Als Blush wünsche ich mir einen von Love, du weißt schon, die in diesem schwarzen Packaging. Blushment, ich weiß nicht genau, wie die heißen. So unfassbar schön. Ich nutze die ja auch ständig für meine Instagram-Shootings, weil die einfach so ein schönes Finish machen, was einfach total toll auf der Haut aussieht. In der Theorie hätte ich mir jetzt hiermit auch irgendwo so ein bisschen den Highlighter gespart, denn ich habe hier auch einen leichten Highlighter-Effekt. Aber Catrice hat in den Adventskalendern, und Leute, da kommen dieses Jahr 4 verschiedene raus. Jede Drogerie wird wohl ihren eigenen Adventskalender haben, nur mal so by the way. Ich habe hier mal vor, ich glaube 2 Jahren, diesen hier im Adventskalender drin gehabt. Die 1001 Soft Candlelight ist aber exakt die gleiche Farbe wie der Highlighter, den Sarah Isabel auch mal in einem Catrice Adventskalender hatte und der in ihrer Sammlung drin ist. Und das ist ein wirklich, wirklich schöner Highlighter.
Oh, ich hatte vergessen, wie super intensiv der ist. Ups. Revolution macht wunderschöne Highlighter und ich benutze super, super gerne Revolution Highlighter. Aber einer, der mir nachträglich im Gedächtnis geblieben ist, der auch wunderschön aussieht, und wir wollen ja so ein bisschen auch ein bisschen was, ne? Was Cooles zeigen, die aus dem Adventskalender. Der aus dem Adventskalender von Catrice. Wunderschön. So geht's, ne? Ach, ich mag den einfach gerne allein. Der macht einen schönen Glow ins Gesicht. Ich finde den einfach wirklich sehr passend, auch für Adventskalender-Gedönsen. Und ja, als Augenbrauenprodukt haben wir uns ein sehr ähnliches gegenseitig ausgesucht. Nur halt unterschiedliche Farben, ne? Brow Ambition ist ja ganz neu von Nabla auf den Markt gekommen. Auch hier wieder, denkt an Purish, denkt an Claudies Welt 15, ne? Wisst ihr Bescheid. Und Joa, ich habe den in der Farbe Ash Blond. Passt auf jeden Fall. Problem bei mir, ich habe halt eigentlich gar nicht so wirklich vorhandene Augenbrauen. Ich mache das eigentlich ganz gerne, dass ich mir einen Augenbrauenstift nehme, um die Augenbrauen auszufüllen und dann diesen hier, um die Härchen nochmal so ein bisschen nachzuzeichnen und zu betonen. Mal gucken, ob ich damit auch wirklich das hinkriege, dass ich nur meine Augenbrauen male. Das wird krass, Leute. Für deine Augenbrauen würde ich gerne den Brow Ambitious von Nabla sehen. Produktnamen. Ist nicht so einfach immer, ne? Und von Gatsby, das Augenbrauengel. Ich liebe es einfach. Ich benutze es jeden Tag einzeln mit einem anderen Farbenprodukt. Mega. Das Gute bei diesem Augenbrauenstift ist, dass er einfach unheimlich gut hält. Das Negative ist, dass er halt unheimlich gut hält, weil du so einfach echt, also sehr präzise arbeiten musst und es schlecht ausbessern kannst. Das ist sehr schwierig. Also, ich bin mit diesem Ergebnis auch nicht ganz so zufrieden, ne? Ich verwende den halt lieber zusätzlich und nicht alleine, aber gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu dem Augenbrauenfixierungsprodukt, und zwar ist es von Got2b Glued for Brows. Das ist ein Produkt, was sie liebt. Ich mag es. Es ist okay. Aber ich würde jetzt dafür nicht irgendwie aus dem Fenster springen oder so. Das geht immer relativ schnell, weil ich gar nicht so viele Härchen habe. Dass Sarah Isabel sich diese Lidschattenpalette ausgesucht hat, hat mein Herz höher schlagen lassen, weil ich die schon lange nicht mehr in der Hand hatte und jetzt letztens noch irgendwo gesehen hatte und mir gedacht habe, oh ja, die willst du wieder mal verwenden. Essence, Make a Wish, Little Fish. Wie wunderschön war bitte hier die Verpackung auch, ne? Letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, oder? Kamen die raus. Also wirklich, wirklich schön in der Sister Love Limited Edition. Hier haben wir dann einmal die Töne, die ja auf der Seite sehr warm sind. Und hier haben wir dann vier kühle, bläulich und türkise Töne. Ach, richtig, richtig cool. Bei Lidschatten ist es natürlich super schwer, einen Favoriten auszuwählen. Ich habe sehr viele Paletten, die ich sehr liebe, so wie du ja auch. Und ich würde einfach sagen, damit wir auch mal wieder so ein paar ältere Produkte sehen, die Make-A-Wish Little Fish Palette von Essence aus der Limited Edition von vor 2 Jahren, glaube ich. Wunderschön. Zackdiwabdi, ich würde sagen, das ist dann der Lidschattenlook, den würde ich so lassen. Jetzt kommt der Eyeliner an Toch. Das ist hier von Revolution. Ein wirklich guter Eyeliner. Der ist in Braun. Der war auch in der Box von Sarah Isabel in Kooperation mit Cosmetic for Less. Es ist ein schöner Filz-Eyeliner in Braun und den trage ich aktuell auch super gerne bei mir halt ständig und im Alltag, ne? Eyeliner, das ist ja auch so ein Ding. Ich liebe Eyeliner, trage es aber meistens ja mittlerweile nur noch so als Wimpernkranzverdichtung und selten mit einem Wing. Und ich glaube, so möchte ich das heute auch von dir sehen. Und zwar mit dem Revolution Eyeliner, den Renaissance Flick in Braun. So, Eyeliner sitzt. Hier ein bisschen besser als hier, aber das ist meistens bei mir tatsächlich der Fall. Aber ich will jetzt nicht anfangen zu korrigieren, denn sonst habe ich gleich den Eyeliner bis zu den Ohren. Gehen wir jetzt mal weiter und verwenden das Fixing Spray, was Sarah Isabel als ihr Lieblingsspray genannt hat. Es ist zwar das generelle MAC Fix Plus, aber irgendwie, ich habe es auch, aber in der Pink Light Funktion Geschichte. Das ist nämlich, muss man nämlich schütteln. Meins hat Schimmer und ich mag Schimmer. Deswegen ist es klar, dass ich das habe, ne? Aber ich habe das noch gar nicht so super viel verwendet. Deswegen, that's facts. Ist zwar kein Setting Spray, nee, ist ja kein Fixing Spray, aber ein Setting Spray von MAC, das Fix Plus. Ich finde, das macht einfach so ein schönes Finish und ich möchte es bei dir sehen. Kann man sich übrigens auch super immer mit einem Schwämmchen einarbeiten, ne? So, dann wollen wir jetzt mal rüber jumpen zu der Lieblingsmascara von Sarah Isabel. Das ist die Sky High Mascara in der neuen Version und die schaut so aus. Wir haben hier ein Gummibürstchen, was so ein bisschen tannenbaumförmig geht, sehr flexibel ist
Und das möchte ich mir jetzt einfach mal auftragen. Erste Schicht. Für wunderschöne Wimpern möchte ich bei dir gerne die Sky High Mascara sehen. Ich kann nachvollziehen, weswegen Sarah Isabel diese Mascara so gut findet, weil ich sie ebenfalls sehr, sehr gut finde. Ich muss euch an dieser Stelle leider etwas beichten. Ich verwende wieder ein Wimpernserum. Ja, nicht das Grande Lash, das darf ich ja aktuell nicht verwenden, sondern von Özlem, das Lashlem, so heißt das, genau. Das darf man nämlich während der Schwangerschaft verwenden, habe ich gehört. Wurde mir tatsächlich von verschiedenen Menschen bestätigt, die auch Ahnung davon haben. Und ja, so sieht die Mascara aus. Sie trennt die Wimpern, sie macht Länge und mir gefällt das Ergebnis tatsächlich richtig, richtig gut. Das Einzige, was ich eben gesehen habe, ist, dass mein Lidschatten sich hier so ein bisschen gelöst hat. Ich weiß nicht, ob das am Fixing Spray gelegen hat, dass es zu irgendwie nass war oder so. Weiß man nicht, ne? Jo, ansonsten. Sarah Isabel, bislang gefällt mir dein Geschmack. Ich glaube, heute lasse ich meine Haare tatsächlich auch mal zusammen, weil auch wenn es nicht, also es ist schon warm, ich finde, es passt schon so, ne? Und ihr habt schon lange nicht mehr diese Frisur bei mir gesehen. So, als Lip Liner hat Sarah Isabel sich den von Maybelline ausgesucht, Color Sensational, in der Farbe 10 Nude Whisper. Der wird uns beiden sehr bekannt vorkommen, denn auch ich mag ihn sehr, 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 sehr gerne. Der gleitet einfach so ebenmäßig über die Lippen drüber. Richtig schön, also theoretisch reicht es hier auch einfach nur ein Gloss drüber zu geben. Fertig ist die Laube, ne? Ja, ich habe aber einen Lippenstift hier, der farblich nicht unbedingt dazu passen wird. Also von der Farbgebung her würde es jetzt tatsächlich total gut passen, wenn ich jetzt einfach meine Lippen mit dem Lip Liner komplett ausmalen würde und ich habe meinen kleinen Ohrring vergessen. Also wirklich. Und dann hätte man wirklich einen schönen harmonischen Look. Aber Sarah Isabel ist eine, wie soll ich das sagen? Eine verrückte Nudel. Ja, so kann man das sagen. Denn sie mag extrem gerne krasse Töne. Und ich habe hier den MAC Pink Pearl Pop Cream Shine Lipstick. Wow. Und sie mag diese Lippies von MAC einfach total gerne. So schaut er übrigens aus. War irgendwo mal irgendwie mit dabei. Wow, oder? Wow. Ich liebe den Duft. Überhaupt keine Frage. Ich guck mal, wie der mit dem Lip Liner harmoniert. Für deine Lippen wünsche ich mir, dass du einen schönen passenden Lip Liner benutzt. Zu dem MAC Lippenstift, den ich ausgesucht habe. Diesen pinken. Ich möchte die pinke Farbe auf deinen Lippen sehen. Ja, ich liebe pink. Nicht so wirklich, aber es geht. Ja, also es ist eine gewagte Lippenfarbe, aber irgendwie feiere ich die halt auch so ein bisschen, weil die Lippenfarbe ruft halt wirklich sehr laut. Hallo, ich möchte bitte Sommer. Der Sommer ist aber vorbei, Schätzelein. Passt auf jeden Fall zum Blush und irgendwie überhaupt nicht zum Augenlook. Aber hey, das ist der fertige Look, den Sarah Isabel sich tatsächlich ausgesucht hat. Leute, was meint ihr? Wie findet ihr den Look? Was feiert ihr am allermeisten am Look? Ich persönlich hätte jetzt tatsächlich dieses Pinke weggelassen. Einfach diesen nudefarbenen Lippenstift und dann hätte das wirklich einen schönen harmonischen Look gegeben. Hätte auch zum Outfit gepasst, weil ich ja dieses Kühle im Innenwinkel habe und dieses Türkise am unteren Wimpernkranz, ne? Ich find's cool, ich fühle mich damit wohl und könnte damit definitiv auch das Haus verlassen, ohne mich irgendwie unwohl zu fühlen. Wobei, das könnte ich auch, wenn ich irgendwie verrückt aussehen würde. Da bin ich auch sehr, sehr entspannt mit mittlerweile. Es sei denn, wir machen nun mal wieder Make-up-Jenga. Das ist dann etwas schwierig. Ihr Lieben, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Schaut auf jeden Fall bei Sarah Isabel vorbei. Und falls ihr neu hier dazugestoßen seid und von Sarah Isabel hier gerade erst auf diesem Kanal gefunden habt, moin! Schön, dass ich euch am Ende des Videos begrüße, ne? Ja, bei mir läuft manchmal ein bisschen was anders. Nicht nur im Leben, sondern auch in dem Kopf. Schön, dass ihr da seid. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr unserer Gang beitreten würdet und auch ein Abo da lassen würdet. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir so allerhand Kram um mich drum herum. Die Ungeschön-Playlist, den Kanal von Sarah Isabel, vielleicht auch meinen neuesten Upload. Mal gucken, da könnt ihr euch vielleicht auch etwas Adventskalender-technisch anhauchen lassen. Denn da geht aktuell so ein bisschen die Party ab bei mir. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!